wirklich etwas Gutes. Na? Gut. Nächstes Spiel. H2K. G2. 2-2 steht H2K. Das bedeutet, sie haben 2 Wins und 2 Ties, 2 Unentschieden. Und G2 hat bisher als höchste Niederlage quasi ein Unentschieden kassiert. Der gute Rice, der Asia, der Draven und der Wladimir sind gebannt. Draven. Draven ist einfach nur der Main von Freeze. Das ist normal. Freeze hat letzte Woche mal Draven gezockt und er hat gerippt. Und zwar übelst. Ja, deswegen dieser Bann absolut nachvollziehbar. Auch Braum finde ich sehr gut. Braum von der blauen Seite Bann ist übel gut, weil du musst dran denken, dass du jetzt ja einen OP-Pick nimmst. Oh Gott, das ist Kate. Ah, Freeze ist auch sehr gut mit Kate, aber okay, das ist jetzt kein OP-Pick. Aber jetzt im Normalfall werden ja quasi 2 gute weggenommen. Das ist meistens ein guter Support und oder ein guter Top-Laner oder je nachdem, was er quasi der andere hat. Aber normalerweise nimmst du einen OP-Midlaner und dann verlierst du einen entweder OP-Top oder einen Jungler und Support. Und hier ist es Jungler und Support. Das finde ich halt, finde ich solid. Ich bin kein großer Fan von Nidalee, aber sie ist gut gespielt. Das bedeutet viel im gegnerischen Jungle unterwegs. Sie haben ja Spirit gesehen, dass er 8 Millionen Red Buff und Blue Buffs gestealt hat. Und das ist genau richtig. Na, das ist wirklich sehr, sehr gut. Das knistert. Okay, das Knistern kann ich lösen. Knistern bin ich Main. Na, das ist kein Problem. Aber, Knistern kann ich wirklich lösen. Alles kein Problem. Fakt ist, dass Karma gerade sehr beliebt ist. Nidalee natürlich ebenfalls. Ah, das ist absolut händelbar. Ah, händelbar, Papa. Ach, mein Mikro knistert. Keine Sorge, das kann ich lösen, Leute. Kann ich lösen? Einen Moment. So, geht's wieder? Ah, geht's wieder? Is it okay again? Ah, mal, das Ding ist irgendwie die Soundkarte, die heult irgendwie manchmal. Und dann muss man einfach nur das Soundboard kurz mal an- und ausmachen. Ja. Und dann geht's. Hoffentlich. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Wir haben den Gragas dabei. Wie gesagt, Tank-Jungler sind übelst modern. Wir haben Bart. Bart finde ich übel nice. Bart, Kate ist halt wirklich die Todeslane. Ja, war sehr, 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 sehr potent. Wir haben jetzt Fizz und Sivir eingeloggt. Fizz ist Flex. Fizz kann die Top-Lane aufsuchen, ist also das Beste. Ich meine, bei der Red Side zeigst du im Prinzip zuerst eine Solo-Lane. Das ist so die normale Mechanik. Das bedeutet hier zeigt man einfach am besten den Pick, der Flex ist, na, den man oben und in der Mitte spielen kann. Also ist es hier wirklich extrem nützlich, extrem gute Variante. Fizz auf dem Patch noch stark. Das ist der Elva. Er wurde hier noch nicht genervt. Und Perk kann überlegen, wenn jetzt ein Midlaner genommen wird, den er zerstückelt, bleibt er bei Fizz. Wenn es ein Midlaner ist, wo Fizz Probleme bekommt, wie gesagt, es sind halt viele Midlaner draußen, dann kann er ihn Toplane schicken und kann den Toplaner zerstückeln. Ne? Einzige Problem, also ich würde es schön finden, wenn der Fizz Toplane spielt, weil man quasi dann einen Midlaner nehmen kann, der Wave Clear hat. Aber sie haben ja schon die Sivir, das bedeutet, es ist im Prinzip immer okay, weil Sivir ist der Wave Clear Ausgleich. Ne? Das ist halt übel geil. Du kannst Fizz picken, wenn du Sivir nimmst. Weil dann ist sie die Mechanik mit dem W und mit dem Static, meinetwegen, dass sie die Vasallenwellen ausredet, weil Fizz kann das nicht. Jetzt haben wir einen Victor. Victor ist auf jeden Fall ein entspannter Dude. Sehr, sehr gut dabei. Hat einen übelsten Deathray-Schaden. Das ist auch der Grund, warum genommen wird. Das Deathray ist zwar langsamer geworden, also der zweite Laser braucht halt wirklich, bis Ostern eher durchkommt. Aber wenn er durchkommt, dann tut ein Aua-Aua. Ja, das ist wirklich sehr, sehr effizient. Man hat jetzt auch Jankos nicht auf Gragas, sondern auf Elise. Ist also ein Toplaner. Man hätte Fizz also trotzdem Toplane stellen können. Das heißt, hier wurde jetzt aber Irida genommen. Das bedeutet Irida gegen Gragas und Fizz gegen Victor. Ist, denke ich, ein Matchup, wo ich sage, absolut spielbar. Na, absolut in Ordnung. Ich bin zwar nicht der überragendste Freund von Gragas Toplane.
Ich finde, mit dem Runic oder dem Cinderhulk hat er einfach ein besseres Tank-Item für sich. So, Top-Lane ist er halt. Ich finde, Sunfire ist halt, finde ich. Sunfire ist cool, weil es so Armor gibt, aber ich finde, Cinderhulk ist einfach besser, weil du brauchst diese Armor-Werte nicht so sehr. Also, Armor ist ja so, du holst immer mehr und es wird immer weniger effizient für dich. Gold-effizient, sagen wir es mal so. Deswegen finde ich es nicht so cool. Aber Perks spielt mit Fizz, das bedeutet, wir sehen ein paar Plays. Und wir haben Irelia auf der Top-Lane. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass ich gerne die Irelia-Spieler sehen möchte oder den Irelia-Pick an sich. Da ist er, Leute. Da ist er. Und nun kann man mit dem natürlich entsprechend die Plays wagen. Irelia Fizz. Es fehlt quasi so ein bisschen an Tankiness. Das ist so die größte Problematik, die man. Das ist ja die größte Problematik, die man im Prinzip hat, weil du holst hier definitiv Trinity Force und danach gehst du vielleicht Sterax Geistersicht. Dann hast du ein bisschen Resistenzen, aber relativ wenig. Also sie müssen sich halt auf einen kleinen Midgame Snowball verlassen, den sie aber mit Fizz und der Irelia auch haben. Ja, das ist auf jeden Fall spielbar. Plus, dass Nidalee dafür sorgt, dass du das Midgame milde erreichst, wenn Nidalee den Jungler deleten soll. Ah, oder halt. Ah, wirklich aus dem Spiel entfernen. So, das ist das Ziel. Und Sivir ist das Rückgrat mit Karma. Ne? Hat den Wave Clear, hat die Unterstützung. Sivir und Irelia ist auch eine übel unfaire Kombination. Weil Irelia, wie gesagt, CC immun oder hat gute Resistenzen dagegen. Bricht also gegen die Cocoons und gegen die Traps und gegen die Bard Qs komplett durch. Und ist schnell. Ja, ist sehr, sehr nice. Das ist etwas wirklich Positives. Xa, LSA, DLSA. Ich glaube, Karma kann ich nur spielen, wenn ich wenn das Spiel gemutet ist. Ja, das ist wirklich anders gar nicht gehen. Aber hey. Hey, was geht? So, haben wir irgendwelche komischen irgendwelche Keystone Masteries? Eigentlich nicht. Verworf Battle Top Lane. Ist auf Irelia absolut modern. Kann man definitiv spielen. Ich glaube, es wurde auf dem aktuellsten Patcher genervt. Also ist das in Ordnung. Bedeutet, sie kriegt mit dem Q einfach 3 Stacks. Ah, super nice. Und Warlords auf Sivir finde ich auch nice. Du kannst halt dadurch sehr, sehr lange auf den. Wie heißt's? Den Blutdürster oder irgendwas anderes Lifestyle-mäßiges verzichten. Hast also guten Sustain. Eher auf der Lane oder im Fight, je nachdem, wie man es für sich interpretieren will. Das ist ein interessanter Start, weil sie sagen sich, oh Gott, der Bart kommt. Ah, mussten also dem ersten Speer so ein kleines bisschen aufgeben. Aber ist okay. Der gute Wander oder Wander, wie ich ihn nenne, ist hier am Start. Infernal Drake auch der erste. Oh, 16 Gold. Und jetzt noch der Auto-Tag. Nee, erstmal die. Er geht die sichere Variante mit, die auf der anderen Seite. Hat nichts gestohlen. Ah, hat noch 0 Gold. 0 Lasted quasi im Inventar. Aber das ist eh okay, weil der Solo-Laner kriegt ja die XP ohnehin nicht. Oder soll die nicht bekommen, weil du lässt halt den Jungler lasten. Und damit kriegt er die XP. Eieiei, Mithy. Der ist auf jeden Fall Braveheart. Aber es ist im Prinzip auch egal, was er macht. Die werden jetzt eh die Top-Lane pushen. Also das sind alles so ganz normale Shenanigans, sagen wir im Deutschen dazu. Deswegen ist das absolut in Ordnung. Perks hier, ja, muss sich einiges hinnehmen. Aber das ändert sich sehr schnell. Also Rio muss jetzt quasi Druck ausüben, bevor Perks mit dem Fizz out of control gerät. Weil, wie gesagt, es ist der 6-11er-Patch. Es ist noch der sehr playful-lastige Fizz und Perks wird wahrscheinlich denken, ich spiele ihn. Nochmal in dem schönen Modus, bevor er dann nächste Woche, wenn auf dem Server gespielt wird, einfach nur playlos ist. Ja. Also ich meine, die Cooldown-Höhe von 2 Sekunden auf den aktuellen Servern ist GG. Also ich meine, das ist halt wirklich... Ich habe heute mit Ice und der Waffel drüber geredet und er hat mir nochmal die Midlane-Perspektive gegeben und hat gesagt, das ist halt schweinehart. Also es soll ja den Tank-Fizz auf der Top-Lane treffen, weil... Soll er den Tankfist treffen, weil man mit ihm einfach den zu viel W-Schaden gemacht hat. Der wurde genervt. Aber der Playful auch für den Tank zu stark ist. Wenn ein Tank, der auch untargetable wird, ist halt ein bisschen unfair. Aber der Midlane-Fist leidet halt sehr darunter. Der natürlich auch sehr, sehr stark ist, keine Frage. Aber er muss jetzt mehr nachdenken.
muss jetzt besser planen, wann er das Stundenglas holt, wann es aktiviert und wann ihm das die Zeit, wie viel Zeit ihm das nun bringt, um wieder in den Playful zu kommen. Das ist sehr. 2 Sekunden, meine Freunde, ist für einen Champion, der ein Assassin ist und sehr squishy, sehr hart. Oha. Ender hier. Mit den Slow Mechanics. Es wäre übel lustig, wenn Bart nicht nur mit sich mit Wänden oder anderen Einheiten kombinieren könnte, das Q, sondern mit einem Ward. Das bedeutet, du machst quasi wie Lee Sin, stellst du hinter den Gegnern einen Ward und kombinierst das mit deinem Q. So, weißt du? Der Stun geht dann quasi. Die Verbindung ist dann zwischen dem Ward und dem Gegner. Aber es wäre, glaube ich, zu OP, weil Bart ist ohnehin schon, finde ich, ein sehr starker Charakter. Und ja. Midlane hat man sich auch auf Perk-Seite geeinigt, auf das Höllenzepter zu gehen. Super, super klassische Variante. Das bedeutet, sie sagen sich, hey, ich will nicht kämpfen. Viktor kann das auch machen. Also Ria hat die Option, ebenfalls das Höllenzepter zu gehen und dann sein Hexcore. Aber ich glaube, er wird... Keine Ahnung. Also wenn er Balls zeigt, geht er einfach ganz normal den Hexcore und lässt die Magieresistenz komplett außen vor. Wenn er keine Balls hat, geht er Negatron Cloak und dann weiter den Hexcore. Das ist so die Standardvariante. Die total gute. Ah, die super, super solid ist. Top-Lane-Turm wird jetzt gleich eingerissen oder haben halt sehr viel Caster was allen zur Verfügung. Ist ein doppelter, also ist ein Lane-Swap mit 2 Türmen. Die fallen, die Lane wird jetzt auch ein bisschen bouncen. Also total okay. Oder Amne muss jetzt auch langsam. Ah. Ob die zurückspringen, kann man jetzt gar nicht sagen. Das waren jetzt eine seltsame Anzahl an Vasallen, der etwas länger gebraucht hat. Oder da die nächste Vasallenwelle kam und vom Turret. Schon wieder der Turret. Vom Turret, jetzt habe ich es richtig gesagt, schon angeschlagen wurde. Das ist wirklich. Das ist halt so eine Mechanik, die du wirklich im Custom Game üben kannst. Und die aber, oh lol. Die aber sehr entscheidend ist. Und das nennt man Wave Tear. Ryo sagt sich, ich gehe, da kann ich die Ulta rausdrücken. Ist für Perks gar nicht so bad, aber Perks wird jetzt nicht base gehen. Also, ich meine, also er kann's. Er wurde, also, okay. Brechen wir das Ganze runter. Was hat jetzt Ryo getan? Ryo will in die Base. Das bedeutet, du pushst die Wave raus. Damit der Gegner was zu tun hat. Er muss unterm Turret bleiben. Er kann nicht einfach so gehen. Das heißt, er geht auch hier die ballslose Variante oder so ein Mittelding, aber es ist trotzdem ballslos. Das heißt, er hat seinen Hexcore ausgebaut und den Necrotron Cloak geholt. Er geht also definitiv Höllenzepter. Wird also, es wird in der Midlane wird wenig Actionreiches passieren, weil sie sich nur schwer jetzt töten können. Wenn beide Midlaner sich darauf einigen, Höllenzepter zu gehen, sind die Resistenzwerte so hoch, dass keiner stirbt. Man kann natürlich fragen, ja, aber du reduzierst doch mehr mit der Aura. Die Aura ist am Anfang terrible. Terrible, es gibt keinen richtigen Power-Spike mehr. Und, ja, das ist okay. Er hat jetzt also auch die Ultimate zum Rauspushen verwendet, hat jetzt sie schon wieder zur Hälfte zur Verfügung, pusht also weiter, weil Perks doch gegangen ist. Perks sah sich im Nachteil, also jetzt noch ein Dorans und noch einen Schuh oder noch ein paar Schuhe gut, er hätte auch bleiben können. Wäre aber geblieben, hätte er nur mit dem R gegen den Hexcore Stufe 2 kämpfen müssen. Und das ist ein Nachteil. Und seinen Ulti-Vorteil, den Perks jetzt hat, kann er nicht nutzen. Also jetzt vielleicht, indem man hier die Leute unter Druck setzt und von dem Infernal abhält. Das ist jetzt der einzige Vorteil, den er durch das Aufspannen der Ultimate hat. Oder den Vorteil gegenüber Ryo. Das ist das Einzige, bei der Ryo nachdenken müssen, dass er die Ultimate nicht zum Wave Clear verwendet, aber dann hätte er das Push-Problem gehabt, sondern dass er sie behält. Und damit den Infer... Oh, what? Die haben dafür geflasht. Okay, Freeze ist auch weg. Eieiei, das war seltsam von Mythi. Also ich meine, Flash vom Support für Flash für ein AD ist total okay. Das Problem ist, Freeze hat TP'd. Sie kriegen jetzt dafür den Infernal und weil ja keine richtige Laning Phase herrscht, ist es okay. Freeze wäre jetzt ohnehin arbeitslos, weil er kann nicht so lange bei Udo Amne da bleiben. Jetzt aber die Frage, ob man das Ganze hält. Perks hier ein bisschen rausgesaunt. Also er ist natürlich fist, er kann selber den Leuten auf die Ketten gehen. Oh, der Drake ist sehr unsauber gesmited. 4 AP hat er noch gehabt. Das hätte also offiziell jeder stealen können. Aber ist okay. Sie haben den infernalen Todesdrachen bekommen. Das ist für G2 definitiv ein sehr, sehr schöner, sehr sauberer Vorteil. Bluebuff wird abgegeben im Austausch für die ganze Lane. Also das ist halt, oder fast für die ganze Wave. Alle Nahkampf-Minions hat er verpasst. Und eins. Zack. Okay, die kriegt er alle. Oder alle beide. Ah, pff. Das ist mies, ne? Aber gut gemacht von Ryo. Er hat halt, wie gesagt, voll reingepusht.
damit er, wenn er zum Blue Buff geht, alles verliert. Das sind so ganz kleine Dinge, die aber dazu führen, dass jetzt Rio 10 Farm mehr hat. Auch ein bisschen mehr XP. Was auch eventuell wichtig ist. Mithy hilft jetzt nun, weil Perks kein Wave Clear hat. Er muss Playful werden. Seht ihr das? Playful wird sofort gepunished. Und zwar übel hart. Extrem viel HP voll. Das war eine gute Rotation von H2K, dass sie gesagt haben, okay, ihr habt Fist in der Mitte. Sevier ist noch nicht euer Wave Clear, erst im späteren Spielverlauf. Und wir setzen den Turret unter Druck. Sehr intelligent. Fist ist terrible im Wave Clear. Er kann zwar pushen, weil er den Playful offensiv einsetzen kann, aber hier so zu benutzen, neben den anderen Leuten, das war eigentlich froh, dass Rio ihn nicht sofort geultet hat. Ja, Rio hätte auch einfach voll die Ult auspacken können. Und ihn von der Lane vertrieben. Das Vertreiben wäre jetzt bezogen auf den Turret ein bisschen effizient, wäre aber niemals gefallen. Aber es bindet die anderen Leute. Also du willst ja dein Spiel so aufbauen, dass jeder konstant farmt, Erfahrung kriegt, Gold kriegt. Bis auf der Support. Der platziert konstant Wards und ist immer underlevelt. Wir haben jetzt Level 7 gegen Level 4. Das haben wir im Solo-Queue nicht. Ja, aber das ist normal. Du schiebst die Ressourcen den Dudes zu, wo du sagst, yo, die carryen für mich das Spiel. Und ob eine Karma Level 6 ist oder Level 4 ist bei ihr wenig Unterschied. Beim Bard würde ich es schon anders sehen. Die Bard Ultimate ist richtig gut. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Pickaxe nun für Freeze. Kein guter Start, bin ich ehrlich. Ich finde die BF-Hurricane-Variante ist offensichtlich besser. Er geht natürlich jetzt trotzdem weiter aufs Hurricane. Das muss er jetzt machen. Er kann nicht Infinity Edge gehen. Das ist halt Schwachsinn. Oha, Wender. Freeze jetzt ein bisschen mit Rot. Oh mein Gott. Der Schaden. Er hätte Freeze auf jeden Fall zum Flashen gezwungen. Und zum Healen gezwungen, meine ich. Alter, der Schaden von Fizz. Er hat jetzt TP forciert, ne? Das ist sehr gut für ihn. Er hat seine Aufgabe gemacht. Haben jetzt sehr früh geswappt und gesagt, Perks geht auf die Botlane, weil da gibt es eh keinen Turm. Der ist halt Fizz und kann eh entkommen. Und stattdessen nimmt man jetzt Sevier und den Support in die Mitte, damit man den Turret pusht. Aber gegen Rio, der schon seinen Hexcore ausgebaut hat, da ist keine Schnitte zu holen. Das ist der Vorteil von dem Victor oder dem ein bisschen überarbeiteten Victor. Sein E, der Death Ray ist halt wirklich der Namensprogramm. Der Schaden von dem Death Ray, wo die Vasallen ja nichts gegen machen können. Sie werden von der zweiten Instanz getroffen, der ist einfach huge. Das wäre aber ein cooler Tausch. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Nochmal schön den Herald gönnen. Hier könnte man es Trick geben. Ich würde mich aber immer über Relia freuen. Der Solo-Laner soll es bitte immer haben. Weil der hat der profitiert von den gleichen Boni. Er kriegt nämlich die 5% Reduction. Und ist halt Alone in the Dark. Das heißt, er kriegt die ganze Zeit den Bonus-Damage. Und den kann man unter anderem auch im Turret abbauen. Was ist mit Trick los? Ja, sie geben ihn auch dem Solo-Laner. Das ist genau richtig. Man könnte es Trick geben. Aber ich würde es für eine sehr ungewöhnliche Variation halten. Weil du kannst mit Nidalee nicht split pushen. Also außer das steht 10-0. Dann kannst du es meinetwegen machen. Aber so besser nicht. Und Gragas, wie gesagt, er geht Sunfire. Das ist, ich habe ja vorhin am Anfang schon drüber geredet. Sunfire im Vergleich zum Cinderalk, wenn man jetzt Jungle gegen Toplane vergleicht, da ist ein Unterschied. Bei Sunfire gibt hier Armor, aber der Armor steigert sich nicht so gut wie HP. HP kannst du uns endlich steigern. HP ist immer gut. Ist immer gut. Ja, aber Armor wird schlechter. Der Unterschied zwischen 100 Armor und 200 Armor sind halt 50% Resistenzen zu 66%. Wenn du hast bei dem einen, mit den ersten 100 machst du 50% gut, bei den zweiten 100 plötzlich nur 16. Ja, und das geht dann halt noch schlimmer hoch, wenn du bei 300 bist. So, und das ist beim Cinderhulk und beim Sunfire genau das gleiche. Cinderhulk macht auch super viel Schaden. AOE offensichtlich, brennt halt der ganze Shit. Und der holt sich ein Armor-Item. So, wenn Gragas auf 200 kommt, ist super nice. Wenn er auf 300 kommt, weil er halt Sunfire hat, ist es verschwendetes Geld. Dann nehme ich lieber die Bonus-HP vom Cinderhulk. Ist ein bisschen mathematisch gerade, aber wie gesagt, ich bin kein Top-Lane-Gragas-Fan. Es ist einfach komisch. Es ist einfach ein Tank, der so tut, als wenn er in die Carry-Richtung gehen will, weil er mehr CC-Plays machen kann. Oha. Oha, Mithy flasht sofort. Oh mein Gott, zwei Flashes schon wieder raus. Diesmal aber für Jankos. Das war eine gute Idee von Vander und Jankos im Prinzip. Aber der Cocoon, der hätte quasi mit er schon in dem Körper von Mithy sein müssen, damit er trifft. So gut, eine Bard-Ult zu berechnen. Gegen jemanden, der einfach nur
Flash spammt, geht nicht. So, Freeze ist anscheinend auch der neue Forgiven. Er geht eiskalt auf BF. Er hat jetzt Pickaxe BF und wird dann erst Hurricane kaufen. Das ist halt eine. Das ist halt eine Itemwahl, wo ich sage, es ist halt alt, es ist halt unmodern. Ich meine, du hast jetzt viel Schaden auf dem Peacemaker, du hast mehr Schaden auf der Ult. Vielleicht baut das auch nicht zu Ende, vielleicht geht er jetzt Hurricane und baut Infinity Edge nicht zu Ende, aber Infinity Edge ist halt einfach terrible alleine. Es ist einfach einer der schlechtesten Items alleine dafür, dass es so viel kostet. Das ist wie wenn du den Rabadons First holst als Mitte, da macht auch keine Sau. Weil du erst dann davon profitierst, wenn du weitere Items holst. Rabadons ist dann sick, wenn du es kaufst und schon zwei Items hast und dann macht es einfach Peng. Ah, dann hast du einen übelsten Power Spike und Infinity Edge hat keinen Power Spike. Hurricane hingegen mit festen AD-Werten und 10% mehr Crit als nur Infinity und Attack Speed ist 1000-mal besser. Wenn jetzt ein bisschen AP verloren, expect aber weggestoßen worden, also Oda Amne hier sehr vorsichtig. Yvonne jetzt für einen kurzen Moment und Unterzahl, Perks nicht da, der zu viel verbrauchen ist. Und das ist der zweite Infernal für G2. Das sieht sehr gut aus für Gamers. Oder für G2 Esports. Das sieht wirklich sehr gut aus. H2K hat zwar mit der Midlane ein gutes Scaling. Und mit Kate im Prinzip auch, aber der Rest ist Gurke. Also Gragas fällt im Late Game gegen eine Iridia einfach in den Keller. Und Iridia ist einfach auf dem Berliner Fernsehturm so. Da sind schon ein paar Unterschiede. Aber naja. Rio jetzt on hand. Kann jetzt hier so ein kleines bisschen noch die Midlane. Zack, da sieht das mit dem Laser. Er farmt da die ganze Wave mit. Also wirklich easy peasy. Das ist halt super nice. Lässt den Negatron Cloak drin. Also er hat ihn nicht mal ausgebaut. Also den Nullmantel lässt er quasi drin. Und geht auf den Needless D. Das hat, ich meine, das ist halt eine richtig krasse Einigung. Perks muss das Hurricane Scepter zu Ende bauen, weil es ihm einen guten Power Spike gibt. Gegen andere Ziele wohlgemerkt. Also der Freeze wird halt übel leiden. Der geht jetzt übrigens auch auf Hurricane. Also er geht BF Pickaxe Hurricane und nicht BF Hurricane. Ist irgendwie seltsam. Ich meine, er braucht den Wave Clear noch nicht, deswegen ist es okay. Und sowas tut halt mehr weh. Auf Perks. Er hat noch Playful. Weiß auch schon, wenn ich habe es jetzt nicht ganz sehen können. Trick. Ja, noch eine Instanz und du leidest, aber kommt da raus. Je weiter die Ultimate von Victor weg ist, desto langsamer ist sie. Das bedeutet hier, oh, keinen Kuchen zu holen. Rio hat auch nur sein Heal verbraucht. Oh, Trick. Das klappt nicht. Oh, das darf gegen LCS-Spieler nicht klappen. Da ist er wach. Methin und Super Low Jankos. Ist denn dann. Oh, das Fass hat ihn nicht gekillt. Super ärgerlich. Das Kio hat er nicht ganz getroffen. Odo Amne auch übel gelitten. Da wurde ja, glaube ich, einfach ordentlich angesieviert von der Seite. Aber noch kein Kill geholt. Alles noch relativ entspannt. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön gemacht. Also sieht halt wirklich für G2 gar nicht so schlecht aus. Es ist halt, sie haben halt zwei Drakes, die man noch nicht richtig sieht, was für einen zicken Einfluss die haben. Wir haben ja vor uns jetzt Schalke Fnatic gesehen, wo halt Fnatic zum Beispiel Schalke nach und nach outscaled hat und erst bei einem dritten oder vierten Fight hat man gemerkt, okay, die sind halt wirklich 7.000, 8.000 Gold vorne. Das sieht man dann plötzlich. Und hier ist H2K G2 in der ähnlichen Problematik. Sie haben zwei Infernals und die zünden halt erst sehr spät, beziehungsweise erst bei vielen Items. Sie haben jetzt einen 16% Bonus auf AD und AP. Das merkst du jetzt nicht richtig. Attack Speed wird es jetzt wahrscheinlich mehr merken, weil es ein bisschen ein smoother Stat ist. Aber ich hätte keinen Bock an Freeze Stelle, wenn Perks jetzt halt das nächste Item holt und er wäre lange nicht mehr in der Base. Das Hurricane Scepter hat jetzt gefühlt schon 100 Jahre. Bleibt doch die ganze Zeit auf der Lane. Wenn das natürlich Sven und Mithy, wie gesagt, die Midlane unter Druck setzen, weil du willst Perks jetzt nicht ganz gegen Victor lassen. Und Drake ist auch der Nächste. Ja, das sieht gut aus. Also bei drei Items, oder sagen wir mal, bei zwei Items wird G2 einen Unterschied spüren. Bei drei Items werden wir den Unterschied alle spüren.
Und bei dem Infernal ist GG. 24% Bonus ist halt wirklich absurd. Absurde Abnormalität. Aber es ist ein ruhiges Spiel. 18. Minute, gleich die 19. Kein Kill gefallen. Weil beide Teams halt wissen, wie sie spielen. Ah, das ist halt ein bisschen die höhere Liga hier. Ja, wir sind ja hier auch auf dem Summoners in Live 2 Stream, na, wo die besonders sicken Games übertragen werden. Und das, meine Freunde, das merkt man auch. Sind halt vorsichtiger. Wie gesagt, haben wir vorhin die Anekdote mit Eis und eine Waffe gebracht, der jetzt so ein 60 Minuten Korean Game hatte. Und die hat dann, wie gesagt, 10 Kills insgesamt. Turret is down bei Vivin! Bei Vivin sagt schon, Sven meint natürlich mit dem Flash, kam dann nochmal davon. Und dann ist aber still aktiviert. Aber Irelia ist nicht da. Irelia ist nicht da, flankt also nicht von der Seite, um die Leute da wegzubossen. Und das ist okay. Das ist absolut in Ordnung. Die Crits gehen durch. Wie gesagt, Essence Reaver, Eifer, das ist schon ein solider Power Spike. Da kann man schon mit arbeiten. Hurricane nun auch fertiggestellt für Freeze. Hat jetzt also guten Wave Clear, guten Damage. Und mit dem Infinity Edge als nächstes wird er auch ordentliche Schmerzen zufügen. Aber es sind so langweilige Schmerzen. Ja, es sind so ganz, ganz langweilige Schmerzen, weil das hat die Problematik an den Crit-ADCs. Die brauchen halt 2 Items, damit du was merkst. Bei 3 Items merkst du wirklich was und bei 4 tut's weh. Sagen wir es mal so. Und so verhalten sich auch die Teams. Die sagen es natürlich beide, ja gut. Lol, das war das. Lol, warum drehen die Pässe vom Raum so auf? Holy shit. Ja, man soll das also anscheinend mitkriegen, wie viel er da einsammelt. Oh, die haben jetzt an sich den Sound einfach auf Boost gestellt. Alles klar. Einfach hochgedreht, den Spaß. Kann man machen. Ja, kann man absolut machen. Jetzt expect gemeinsam mit Trick. Warten, bis hier jemand face checkt. Die spielen halt ultra vorsichtig. Fist die ganze Zeit split pushen. Expect ebenfalls. Und der nächste Drache ist da. Die Frage, ob man darum fightet oder nicht. Man kann jetzt gut flankieren, aber zum Flankieren muss man auch ein bisschen was aushalten. Das heißt, Odoamne könnte besser auch alleine von der Seite kommen als eine Irelia. Die zwar das Trinity Force hat und übel stark mit Trinity ist. Aber hey. Oh, da ist der Bart unterwegs. Vor uns Braum gesagt aussehen, tut mir leid. Wenn die mit Brr und A und das alles gleich sind. Hound Drake wird aber abgegeben. HK also mit der besseren Objektkontrolle. Aber ich denke, ich würde lieber 2 Infernals nehmen. Perks hat den D-Wave auch gut rausgepusht. Das ist eine schöne Einteilung. Ah, kriegt hier zu viele Shots. Kann jetzt aber den Turm ein bisschen angreifen. Ist es auch gar nicht schlecht. Also Fizz macht... Oh, der Flash! Schöner Double Stun! Aber Expect macht das sofort die Betäubung. Oh, was macht denn Odoamne? Der rettet ihn eventuell. Nein, macht er nicht. Jankos kann ihn dann noch töten. Also 2 Leute für einen Turret. Und auch Perks hat seinen TP verwendet. Wollte beim Team dabei sein. Aber jetzt ist noch die große Gefahr da. Mount Drake bekommt. Bonusschaden ist da. Als nächstes kommt wieder ein Infernal. Könnte der dritte sein für G2. Aber erstmal ist hier den Baron zu verhindern. Und das wird super schwierig. Der macht halt aktuell 0 Schaden. Der ist gerade erst frisch gespawnt. Das ist natürlich die hohe Reichweite. Der Fisch ist da auf Rio. Oh, der kassiert Playful ganz schnell raus. Kommt auch davon. Sie machen aber, weil sie kriegen den Baron. H2K. Sehr schön gemacht. Miffy, was macht der da? Der ist einfach in eine Trap gelaufen. Das war katastrophal. Wie ist denn die Trap gelaufen? Holy shit. Super schön. Sieh mal, ohne den Mount Drake hätte das auch niemals geklappt. Der 10% Bonus war super wichtig. Aber H2K hat die Falle zuschnappen lassen. Mit einmal Kills bekommen. 2 Finding of Freeze. Und dann noch den entsprechenden Baron. Sehr schön. Können jetzt Druck ausüben. Am besten so lange, bis sie dann noch den Inferno bekommen. Und der Bart Engage ist halt. Ich meine, sie haben den Turret am Ende bekommen. Er stunt aber beide. Die werden sofort rasiert. Und Odoamne mit einem schönen TP ist da zur Stelle. Und hat ihn da gnadenlos abgeholt. Ja. Hier, das zu verhindern, das kannst du leider nicht. Aber sie lassen das Replay schön laufen im Hintergrund. Ey, Bart, Alter, Bart, du was einsammelst, der GG. Ist nur er. Richtig Angst vor dem. So. Respekt. Wartet da geduldig. Geht das nichts auf Geistersicht? Er könnte das Item jetzt auch ein bisschen skippen. Er sagt, er geht Trinity Force.
Er belässt jetzt den Spectre-K.O. und die Mercs einfach im Inventar und geht jetzt auf Armor. Weil er kassiert hat. Freeze macht jetzt halt... Ich meine, alle Ziele, die keine Armor haben, die rasiert Freeze komplett. Und ich habe es ja vorhin in der Analyse schon erwähnt, G2 hat keinen Tank. Sie haben keinen, der sehr lange im Fight bleiben kann. Iria könnte sogar auf Guardian Angel gehen als nächstes. Das würde ich sogar gut finden. Und sagt, okay, ich gehe jetzt einfach die Einzelteile von Guardian, damit ich einfach Armor habe und einen soliden Wert. Turret wird jetzt aber in der Mitte genommen, jetzt noch auf der Botlane, also die erste Reihe fast komplett vernichtet. Bei dem oberen Turm wird es schwierig. Über Seilenwellen haben wir halt nicht reingepusht, aber G2 lässt sich reindrücken, obwohl sie eigentlich ganz weit vorne war. Aber es war, wie gesagt, ein Manöver. Einmal in der Mitte, einmal gebadet. Und das GG. Super, super ärgerlich. Ja. Zack, schwer ins Face. Aber Jenkins hat nicht mal so viel Schaden bekommen, dank des Lockets. Da kann man gute Resistenzwerte. Und ich hoffe, dass jetzt, wie gesagt, Expect sein Item-Bild auf Armor setzt. Er kann natürlich auch Omen bauen, ist auch nicht schlecht. Omen wäre sogar wahrscheinlich besser, wegen den Crits, die Freeze auspackt. Die sind halt wirklich sehr, sehr gefährlich. Sie nutzen den Barrel Buff echt gut aus. Also echt okay. Drückt hier noch wesentlich härter rein. Haben wir noch die Fallen von Freeze zur Verfügung. Da kann man halt nicht gut raus aus der Base. Mach mal so. Aber klappt gut. Fizz mittlerweile mit dem Lich Bane. Würde jetzt also Freeze one-shotten können. Wobei der geht, glaube ich, jetzt langsam auf das... Was geht der? Ich hoffe, er geht auf Hextrinker, weil ihm bringt QSS nicht mehr so viel. Er kann die Betäubung von Irea aufheben. Ich denke, das ist absolut worth. Aber der Fisch entfernt sich nicht. Er entfernt nur den Slow vom Fisch. Aber er wird ihn trotzdem mit sich tragen. Und er geht auch auf Hextrinker. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Finde ich halt die viel, viel bessere Entscheidung. Könnt ihr jetzt eigentlich sogar so lassen und dann weiter auf Rapidfire gehen, meiner Ansicht nach. Hextrinker ist in sich sehr kosteneffizient. Oh, die magische Reise. Putz, Perk springt davon. Schöner Flash. Oh, schade. Die Idee war gut, aber Perk ist tot. Tschüss. Oh, lol. Schade noch, wenn er gemacht hat. Ah, so wirklich ein guter Wert. Aber sehr früh geflasht. Counter Flashes kamen dann sofort raus. Beziehungsweise hier war es sogar ohne. Oh, die haben den einfach nur so outplayed. Ärgerlich. G2. Solide begonnen. Zwei Infernals. Jetzt wird aber G2 vielleicht noch den Top-Lane-Turm weiter unter Druck setzen. Sollten aber die nächste Minute so planen, dass sie den Drake bekommen. Ein Infernal und ein Mountain ist halt übel gut. Ist wirklich super gut. Ah, da kann man sich definitiv gönnen. Und Jenkos kriegt einfach keinen Schaden mehr, ne? Hat jetzt bald Frozen Heart fertig. Also wirklich sehr, sehr stabil. Sehr, sehr schön. Spiel wieder sehr beruhigt. H2K gibt den Ton an. G2 können dann auf Slitbush gehen. Expect macht das, was ich gesagt habe. Finde ich sehr gut. Er lässt den Spectre-Cow so, wie er ist. Und geht jetzt auf Omen. Ah, du kannst die Rüstung jetzt schön reduzieren. Die Rüstung sagst du schon, die Crits dann reduzieren, wenn du ausbaust. Ist definitiv ein sinnvoller Wert. Aber den dritten Infernal. Ich meine, ich muss sagen, wenn G2 den dritten Infernal bekommt, sind sie nicht aus dem Game raus. Also raus sind sie halt noch lange nicht. Wie muss ich jetzt sagen, wie alt sie sind. Ja, aber 5 Sekunden ist er da. Der kann relativ schnell genommen werden. Aber ich denke, G2 plant das. Wir gehen jetzt hier definitiv einen offensiven Weg. Perks wartet von der Seite. Das ist eine gute Position für ihn. Oh, der wurde jetzt gesehen. Super bitter. Rio kümmert sich mit dem Laser um ihn. Der Drache. Oh, wurde aber genommen. Trick, dritter Infernal, aber sie verlieren auf jeden Fall zwei Leute. Sven hat sich abholen lassen. Kein Flash, kein hier. Expect ist tot. Der hat hier null Impact. Und sie kriegen zwar den Infernal, aber wie gesagt, es ist ein Late-Game-Objekt. Aber hier wird das halt gar nichts. H2K spielt abgebrüht. Geben zwar diese Objekte auf, aber sie haben mit dem einen Mountain-Drake das Beste draus gemacht. Jetzt ein In-Hit for free. Was machen die denn? Und die wollen finishen? 28 Minuten, Odo Amne. Der tankt den Laser schon sehr, sehr lange. Turret wird auf jeden Fall drauf gehen. Perks! Playful ist da! Aber das reicht nicht. Zack, der wird sterben. Turret ist down. Also sie haben die Basis verteidigt. Das hat geklappt, aber bisher zu null.
Trick trifft zwar den Speer, darf er nicht rein. Der würde sofort sterben. Nächster Speer hat nicht gesessen. Ne, Trick darf nicht rein. Ich stirb. Alle mit der magischen Reise davon. Except ist da. Oh, Except wird... Also der Erste, der vom Cocoon getroffen wird, ist halt instant tot. Wo ist der Cocoon? Ich glaube, der ging jetzt gerade daneben. Bauchrampe! Oh, Trick! So wird gestorben. Expect kriegt zwar einen, den ADC. Und den anderen kommt er sogar noch gut rausgegangen. Schöne Schilde hier von Mithy Odoamne. Was macht der denn? Der geht da... Okay. Okay. Der wurde schön nochmal mit dem Ricochet abgeholt. Und Wender. Supportal Battle Q! Okay, was halten sie da? Kein Q. Naja, G2. Er hat nochmal sich ein bisschen rächen können. Oh, starker Schild. Starker Schild. Sven, du musst nur Out-Attacken. Nur Out-Attacken. Zack, da geht er raus. Sehr, sehr schön. Es war eine gute Aktion. Nochmal wunderbar gerecht. Perks TP war ein bisschen worthless, aber vielleicht kriegen sie jetzt ja den Baron. Weil Jankos ist noch 40 Sekunden tot. Perks stellt die Falle auf. Er wartet. Sie fangen den Baron an. Perks Zone. Und wenn er Rio jetzt erwischt. Ah, er hilft lieber. Oh, Bart und Sven. Oh, die sind so low! Oh mein Gott. Except kann nochmal geschildet werden. Sonst hätte der ordentlich gelitten. Oh mein Gott. Oh, sie haben den Baron nicht geschafft. Ich kann da nämlich gucken, wer den macht. Aber... Also ich meine, wie viel AP er hat. Eieiei. Und der Turm wurde von den Vasallen gekillt. Von den Midlane-Vasallen. Oh, bitte. Turm for free. HK denkt, ja, nice. Nochmal ein bisschen mehr Gold. Darum darf natürlich auch zu suchen. Also, der Pace des Spiels auf jeden Fall ganz anders als Fnatic Schalke. Die Spieler halt auf ihre Art und Weise sehr kontrolliert. Aber schon wieder Elise. Also, Jankos ist ein starker Spieler. Aber Elise 4-1-4. Der macht halt hier wirklich die Powerplays. Freeze natürlich auch schon mit super vielen Kills. Hat den Morphin-Modus doch ausgebaut. Ich hätte gedacht... Also ich meine, er profitiert ja nicht so sehr von dem Aktiven. Profitiert er von den Spellvamp halt null. Wohingegen andere Charaktere extrem davon profitieren. Graves halt mit den Qs und mit der Ultimate heilt er sich halt eiskalt. Aber ja. 3-Item-Power-Spike ist da. Theoretisch auch für G2. Also Sven... Hat halt 100 Farm mehr. Ja. Ich meine, wenn Sven was in diesem Spiel getan hat, dann ist es Farm. Aber wird wahrscheinlich auch den Last Twist Balls nicht anvisieren, damit da ein bisschen durch die Rüstung kommt. Bei Odoamne und Jankos haben halt beide super viel Armor. Super, super, super viel Armor. Und Perks kann sich an dem Spiel noch nicht beteiligen. Er hat guten Single Target Damage, das ist auch sein Job. Das ist sein Motto. Aber naja. Der Flame Horizon auf der Botlane, der ist real. Fangen jetzt wieder den Baron an. Diesmal alle gemeinsam. TP ist raus. Damit haben sie ihre Aufgabe schon erfüllt. Sie müssen uns... Oh, Perks! Schon wieder geroutet, aber er hat Playful. Er ist gestunned! CC-Chain! Wo war der Trickster? Der muss den Instant drücken! Oder Amne begibt sich in Lebensgefahr. Aber er ist tanky ohne Ende. Er kann das Ganze ab. Baron ist stinksauer. Schießt die Leute trotzdem noch. Oh Mann, Perks, Junge, der ist am Tilten, holy shit. 0-3-0, überhaupt keine solide Performance. Einfach nur spielen, Junge. Einfach nur spielen zwischen den Stühlen. Gut, der Nexus, der ist natürlich offen, das sind keine Turrets mehr. Oh, Expect kommt von der Seite, Freeze, super low, aber der wehrt sich. Die Crits sind da. Rio holt ihn ab. Die Leute sind super low. Trick geht rein. Kann ihn nicht lassen. Mithy, der ist nur Support. Der rootet für 2 Sekunden. Trick ist instant down. Und das wird's gewesen sein. H2K. Außer jetzt kommt der Pentakill. Aber er hat sich schon wieder CC'en lassen. Alter, Perks. Terrible game. Super bad. Und H2K abgebrüht den ersten Platz. Sofort im ersten Spiel eine schöne Schelle verpasst. Mitten ins Face. Sehr gut. Und G2, klar, der Anfang war nicht schlecht. 2 Infernals auch bekommen. 3 am Ende sogar. Aber wenn sie nicht scalen oder wenn sie halt das Ganze nicht so lange überstehen, dann ist halt drin. Das war wirklich... Das war H2K super flott. Also wirklich jeden Fehler ausgenutzt. Irgendwas gesehen, was schief ging. Tot. Tot.
Ja, war sehr stark. G2, guter Anfang, aber Perks komplett useless. Gut, wir machen kurz eine Pause. Und danach gibt es das zweite Spiel, diese Begegnung. Bis gleich. Oh, lol. So, bis gleich.